Hoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Postal 2 Paradise Lost. Hier kommt's auch noch weg. So, wir haben jetzt fast keine Schussweste mehr, die wir uns krass. Kann ich die Katzen holen, alle? Bitte. Da hätte ich, glaube ich, rein droppen, oder? Ne, das sind nur Lichter. Dann weiß ich auch nicht, wie ich da reinkommen soll. You gotta be fucking kidding. Okay, gut. Dann haben wir das soweit geschafft. Und dann machen wir uns auf den Weg. Wo machen wir uns jetzt? Essen brauchen wir noch, stimmt. Ich mag dieses Geräusch, wenn man auf Stein geht. Das hört sich mega nervig an. Und wir wollen jetzt einfach hier weitergehen, gut. Oh, Dynamit nehmen wir auch mit. Wo ist denn Caucasian? Hier, gut. Wir sind falsch rausgegangen. Wir sind jetzt wieder da rausgegangen, wo wir reingekommen sind anscheinend. Oder zumindest, ja, eigentlich. Irgendwo auf jeden Fall, also hier waren wir schon in dem Gebiet. Ja, du hast Crack geraucht, ich weiß. Weil diese verfickten Teile so richtig krass stark sind. Hallo? Okay. Ich hab keine Ahnung, was sie hier darstellen sollen für komische Menschen. Aber da vorne sind HP. Man, I gotta stop smoking this crap. Das war doch mal das Krankenhaus, oder? Los, gib mir den Crackschaden. I knew that stuff wasn't good for me. He'll bite me. Definitely need more of that. Können wir uns hier dann vorbeischleichen und uns eine Crackpfeife sichern? Und vielleicht noch irgendwas? Nein, doch nichts. Nur die Crackpfeife, schade. Ah, der Sprung ist doch ein bisschen schneller im Schleichen. Eine Bank? Ach, kann man nicht nehmen, schade. Aber Drogenkonsum ist sowieso schlecht. Möchtest du nicht springen? Mach ruhig. Nichts, schade, ich hatte aber hier oben vielleicht noch was. Ja. Bisschen Dynamit, bisschen Granaten. Caucasian, so. Au! Ugh, a long line. Figures. Maybe this highly touted mystery meat will be worth the wait, though. Take a bite, howl with delight. Oh, new meat tastes like chicken. But doggone it. It ain't chicken. Wahrscheinlich Hundefleisch. Warum schreien die alle so? Pig.
Go screw yourself. Bite me. Hat er Sporen an seinen Schuhen? Was nehmen wir denn? Kostet alles $5. Hm. Ich wäre für... Nummer 3. Ich weiß doch keine, was das sein soll, aber es sieht okay aus. Introducing our new healthier meat. It's positively full of roughage. Keine Ahnung, was roughage heißt. Aber ich glaube, die wollen uns die Hundefleisch verkaufen. Vielleicht ist hier unser Champ. Hm. Schöner Teppich. Ein Salat. Ein Salat mit Schrimps. Schrimpsalat. Take care. How's it going? Do I know you? I'll take a number one. May I largify that for you? Yes. I'm cramping like a beast. Please, help yourself to a vast array of condiments. Nope. Ja, Nummer 3 sieht am besten aus, als nehmen wir. Here you go. Okay, great. Thank you. Here you go. Enjoy your meal. Kick ass! Hi there. Yeah, I'll take a hot number 2 to go. Steaming, please. hold the cheese. Thanks. May I largify that for you? I'm plenty large already, if you catch my drift, honey. Pardon me, I must have something in my throat. Please, help yourself to our vast array of condiments. I can tell you where to put those fine condiments. What the fuck? Excuse me, I don't know what came over me. So. And done. No luck finding Champ. Guess I better head back for now. YOLO 4 Yo, also L ne Y O. Oh my god! Those wild dogs are attacking the restaurant! Gott, wieso bist du so laut plötzlich? Surprise me. Oh shit. It's Doggo Hunting Time. Oh Gott. Looks like I've been cock Asian blocked. Le funny. Nimm das hier alles mit, ne?
Die werden sie nicht mehr brauchen. Hatte ich Schaden? Ach, ich bin vom Dach gefallen, stimmt. Moin! What are you doing in here? Übertreibst du denn? Oh Gott. Don't crowd, there's plenty for everyone. Sieht auf jeden Fall alles gut aus, ne? Hundefleisch. What the fuck? Sind die Hunde eigentlich auch unsere Feinde oder unsere Freunde, so wie die Äffchen? Oder habe ich einen umsonst getötet? Ich glaube, der ist ganz freundlich. Den lassen wir mal leben. Hallo? Ich weiß nicht, ob er mich angreift. The gene pool is stagnant, and I am the Minister of Chlorine. Scarface, safe and up. Dankeschön, Payday. Ach, die Steamer-Nachrichten wollte ich auch noch ausschalten. Ja, mach ich irgendwann mal. Get out! Okay, die sind gruselig. Ich lasse sie einfach mal da. Ich glaube, der eine wollte mich einfach nur zu mir hinspringen und mich nicht töten. Oh nein, sie wollen mich auch töten. Gut zu wissen. So, ich senior weapon, ja. Selbstverteidigung, kennst du? Oh shit. Oh shit! Welche Richter? Gibt's hier das noch im Falle eines Eisbärenangriffs? Den Raketenwerfer? Es könnte sein, dass hier ein Eisbär ist. False Alarm. What have your sightings? That can't be good. I'm sorry. Apparently, I'm feeling a little psychotic this morning. Mommy. Zum Glück haben wir keinen einzigen Polizisten gerade erschossen. Das wäre nämlich sehr schlecht gewesen. Aber es gibt jetzt verschiedene Klimazonen, hat er das Intro ja gesagt. Vielleicht ist auch eine von diesen Klimazonen eine Kälteklimazone. Und da gibt es wirklich jetzt Eisbären. Und jetzt gibt es keine Raketenwerfer mehr, sondern nur diese dumme Shotgun, die ich mitgenommen habe. Ach, hier waren wir schon drin, da waren diese komisch angezogenen Leute drin. Gucken wir mal hier vorbei, ne? Moin! Ich hab gesagt moin. Caucasian. Ah, eine Crackpfeife. Gut gefunden. Looks like I've got my week cut out for me. Brave some extreme weather zones, endure a little radiation, and finally find and rescue Champ. But who could I possibly find out here to help me get that far? What the hell is that supposed to be? Ein Waggon? Oh, great. These guys again. No fucking way, you pieces of shit. Not while I'm around. Hallo, Freund. Vince? Hey, dude. It's been a while. Where you been these past few years? Just resting. But now I'm in the process of finding my lost dog, Champ. Don't suppose you'd be willing to lend a hand. Listen, man, I'd love to help, but nothing's free. Tell you what.
I've got some action I could throw your way. Take care of this for me, and I'll see what I can do. Come on, I'll tell you all about it at my church. Wait, you have a church? Sehr gut. Das ist unser alter Arbeitgeber, Vince Daisy, wo wir schon im Büro heute wieder waren, beziehungsweise im, vor zwei Parts waren. Vor zwei, drei Parts? Drei, vier, drei? Ich weiß gar nicht. Ich glaube vor zwei. Ah, there you are, dude. Hope you had a good night's rest. To be honest, there was some terrible racket going on all night. Forget about it. It's just those fucking zombie assholes in the cemetery next door. Anyway, welcome to the Church of the VD Clan, where the love is infectious. In these hallowed halls, I'm known as Papa Desi, Chief Big Dick. That's well. Now about Champ. No problem, man. I know the secret for how you can find Champ and cure him of his monstrous condition. Before you know it, you'll both be happy and healthy. Actually, about that. I've still got this bullet in my head, and it seems to be affecting my voice from time to time, as if some psychotic alternate persona is slowly taking over my mind, and... Enough of that. I'll tell you the secret of finding Champ once you take care of a few things. Here, you'll need this map fragment to guide you through the day. Dankeschön. The church is running low on toilet paper, and we're not about to start using our hands. Buy a roll before it gets messy around here. The store's right here. My boys have developed a hot new game that's poised to take the town by storm. Deliver these motherboards to the local arcade so the public can enjoy it. There's the arcade. But it turns out some scumbag competitors are trying to develop a cheap ripoff of our game. Pay them a visit and liquidate some of their gear for us. And those assholes are over there. Now get your ass out there and don't come back till you're finished. Das kriegen wir hin, würde ich sagen. Postal, Fudge Pack. Moin. Now the flowers will grow. Er ist doch schon sein Pool gepisst. Schmeckle. Hört sich jüdisch an. Hallo. Oh, die haben jetzt Tablets. Und riesige Bildschirme. Ist das die Kirche aus, wo wir die ganzen Leute abgeschlachtet haben? Die ganzen Terroristen? Ja, ich glaube, hier an der Stelle haben wir ganz viele Terroristen erschossen. That's the ticket. Sehr gut. Hallo, ja, das sieht genauso aus wie die Kirche. Da ist der Cemetery und hier war der Ausgang. Ich glaube, da waren noch ein paar Säulen mehr oder so, wo mich hinter versteckt hat, weil auf mich geschossen wurde. Hallo. Sieht ein bisschen postapokalyptisch aus, alles. Das gefällt mir alles. Das ist hübsch gemacht. Map, wo sind wir denn? Am besten diesen Train-Scheiß gleich folgen. Oder wir gehen hier runter. Das ist neu, oder? Ein Untergrundtunnel kann mich nicht dran erinnern, aber ich habe auch nicht alles gesehen vom Spiel. Das Blöde ist jetzt, dass ich mein Mikrofon jetzt direkt vor mir stehen habe, damit ich besser verstehen kann. Nur ich sehe es meine Tastatur nicht, muss immer so ein bisschen darüber gucken, um zu sehen, welche Tasten ich drücke. Also so WASD und D und den üblichen Scheiß kriege ich immer, wenn ich jetzt auf M mal plötzlich schalten will. Ist das Alkohol, den wir mitnehmen können? Das wäre geil. Schade. Nicht mal wegtreten. Der Regen ist echt laut, glaube ich. The Wipe House.
Toilet paper, $20. Leave, $1. Use your hand, free. Billions of asses wiped. I can help you over here, please. Yo. Welcome to the wipe house. How may I wipe you today? How you doing? Doing pretty good. No problem. Is this everything? As far as you know. That'll be $105. I'm never shopping here again. Let's work this out peacefully. Oh no, you are not talking to me, Julio. I can help you over here, please. Hey! Welcome to the wipe house. How may I wipe you today? Wir haben $105, gut. Yes. That'll be $105. I'm never shopping here again. Don't make me call the police. Look at one side. Hey, what the fuck? $105 sind ganz schöne Mengen. Ja. Oh fuck. Nope, nope, nope. Not. Oh. Oh shit. Oh, wo bin ich hier reingeraten? Ah! Au! Get the hell out of here, you lunatic! Oh Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid! Freeze! Say, I'm pretty good at this. Oh Gott. Wo bin ich hier schon wieder reingeraten? Tut mir so leid, dass ich euch alle umbringen muss. Mission accomplished. Ja, das haben wir geschafft. The toilet paper now. Why not head through that employees only door and help yourself? Shit. Drop it, asshole! Oh shit, what up? We got a situation here. Excuse me while I push my controls back in. Oh Gott, 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 ich sterbe fast. Gut, der Spieler schirmt, wenn ich auf Tab drücke, dann ist das easy zu machen. That's gonna leave him. Mark. I gotta find more of that good stuff. I gotta find more of that good stuff. Zu viel Munition habe ich auch nicht, merke ich gerade. Gut, dann haben wir das schon mal nicht friedlich gelöst. Sondern haben einfach alle Leute erschossen, die wir gefunden haben. Gut gemacht, Freddy.
I feel better already. So, eine Glock haben wir auch gefunden. Das Executioner war. Ha, richtig gedodgt, die Fotze. Cats for Cash for Cats. Ich möchte gerne Katzen verkaufen. Wie werde ich mein Fahrungslevel am schnellsten jetzt los? That stuff really works. Und wo muss ich überhaupt hin? Ah, hier unten kann ich lang gehen. Gut. Das ist aber ein neues Gebäude, oder? Das hier ist. Ne, da vorne ist die Napalmfabrik. Die kennen wir auch gut. Oh, wieso rennen hier sofort weg, wenn ich so richtig weit wegstehe? Oh, ich sollte vielleicht auch mal langsam den Part beenden. Gut, dann habe ich gar nicht gedacht. So Leute, dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.